Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Ich freue mich, Sie heute begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Nadine und ich bin E-Learning Consultant bei Easy Generator. Ich werde heute zum Thema E-Learning Interaktivität sprechen und wie man diese Interaktivität durch den Einsatz von Fragen steigern kann. Falls Sie während des Webinars Fragen haben, können Sie diese gerne im Chat stellen. Auf unserer Agenda heute steht Folgendes. Zuerst fangen wir damit an, wann und warum Fragen verwendet werden sollten oder anders ausgedrückt, in welchen Situationen sollten Sie Fragen verwenden. Dazu werde ich einige Beispiele geben. Danach gebe ich Ihnen ein paar Tipps, wie Sie Fragen verwenden können, um sicherzustellen, dass die auch wirklich effektiv sind. Und anschließend sehen wir uns verschiedene Fragearten an, die in Easy Generator, dem Tool, zur Verfügung stehen. Wenn Sie mit dem Erstellen von E-Learnings beginnen, sind die Inhalte entscheidend, egal ob es sich um Texte, Bilder, Dokumente oder interaktive Inhalte handelt. Wenn Sie etwas vermitteln, Wissen teilen, Lernende zu einem bestimmten Ziel führen möchten, dann müssen Sie Inhalte hinzufügen. Aber auch wenn die Inhalte entscheidend sind, sind sie oftmals nicht ausreichend. Deshalb sollten Fragen aus verschiedenen Gründen hinzugefügt werden und auf die Gründe werde ich jetzt mal ein bisschen genauer eingehen. Zuallererst, der Hauptgrund für den Einsatz von Fragen ist, dass diese das Lernen schwieriger machen als nur Inhalte. Und der Grund dafür ist, dass in erster Linie die Lernenden nachdenken müssen, selbstständig, und sie müssen intensiver nachdenken. Eine Frage ist schwieriger als einfach nur verfügbare Inhalte, denn jeder kann Inhalte lesen, aber nicht jeder kann die Frage richtig beantworten. Und diese Schwierigkeit fordert die Lernenden heraus, aktiver über das Thema nachzudenken. Nehmen wir jetzt zum Beispiel einmal an, dass es einen Abschnitt mit Inhalten dazu gibt, wie man ein Paket für den Versand fertig macht. Dazu lesen Sie sich zum Beispiel 10 Schritte durch. Möglicherweise lesen Sie diese auch passiv durch, da nicht wirklich mehr von Ihnen verlangt wird. Wenn Sie jetzt aber dann eine Frage dazu beantworten müssten, dann müssen Sie aktiv darüber nachdenken, um diese Frage beantworten zu können. Das heißt, Sie können sich nicht auf die passive Verarbeitung der Inhalte verlassen, sondern müssen aktiv darüber nachdenken. Neben dem aktiven Denken verlangen Fragen auch unabhängiges Denken, da sie sich nicht auf jemand anderen verlassen können. Und das bedeutet, dass jeder einzelne Lernende dieses Niveau an Unabhängigkeit erreichen muss, um diese Fragen beantworten zu können. Und Fragen fördern außerdem das Langzeitgedächtnis aufgrund der höheren Denkebene. Wenn Lernende etwas nur einmal lesen, vergessen sie das meiste davon wieder, so wie das bei uns allen der Fall wäre. Aber nach dem zweiten, dritten und vierten Mal wird man sich an mehr erinnern. Und so unterstützen Fragen die Wiederholung und somit eine bessere Abspeicherung des Themas. Wenn Sie beispielsweise aufgefordert werden, die einzelnen Schritte der Versandvorbereitung eines Pakets in die richtige chronologische Reihenfolge zu bringen, müssen Sie intensiver darüber nachdenken und werden sich dann auch besser daran erinnern. Wie sieht das also in der Praxis aus? Hier zeigen wir ein Beispiel für eine Single-Choice-Frage, die das Denken auf einer höheren Ebene anregt, viel mehr als nur die Inhalte alleine. Wie man in der Frage sieht, steht da, lesen Sie das Szenario, dann beantworten Sie die Frage. Dementsprechend muss der Lernende dann seine Wahl treffen, um die Frage zu beantworten. Die Schwierigkeit hier ist also, dass die Lernenden nicht nur die Theorie darüber lesen, wie man sich als Manager verhält, sondern er wird auch herausgefordert, aktiv darüber nachzudenken, um diese Frage zu beantworten. Darüber hinaus fördert es das unabhängige Denken, da die Lernenden hier entscheiden müssen, was sie tun würden, und dabei können sie sich auch nur auf sich selbst verlassen. Und aus der Perspektive des Erinnerungsvermögens bin ich mir sicher, dass Sie sich vorstellen können, dass dieses Szenario viel einprägsamer ist als nur ein Video oder ein Text, aus dem hervorgegangen sind. Und wenn der Lernende dann eine Option ausgewählt hat, erhält er ein Feedback. Der Lernende liest es also und die aktive Verarbeitung von Informationen geht weiter. Wenn Fragen falsch beantwortet werden, ist es eigentlich was Gutes, denn das regt den Denkprozess noch weiter an. Die Lernenden haben dann entdeckt, was sie nicht wissen. Und das ist ein sehr wichtiger Teil des Lernprozesses. Jetzt möchte ich Ihnen auch gerne zeigen, wie Sie dieses Feedback geben können.
Sie kann entweder Feedback für eine richtige oder eine falsche Antwort geben. Oder sie kann spezifischeres Feedback pro Antwortmöglichkeit geben. Die Option steht aber nur bei Single-Choice-Fragen zur Verfügung. Eine gute Wahl für Szenario-Fragen, um den Lernenden wirklich zu erklären, warum die von ihnen angegebene Antwort falsch ist und dieses Denken auf höherer Ebene weiter voranzubringen. Zusätzlich zu Fragen, die das Denken auf höherer Ebene anregen, können Fragen auch zur Modellierung praktischer Erfahrungen verwendet werden. Im Online-Umfeld kann es manchmal eine Herausforderung sein, sicherzustellen, dass die praktische Erfahrung auch wirklich modellieren, damit die Lernenden die erlernten neuen Konzepte auch wirklich anwenden können. Deshalb eignen sich Fragen hervorragend dazu, denn sie machen das Thema praxisrelevanter. Hier ein Beispiel, wie man sowas mit einer Frage erreichen kann. Hier haben wir eine Rangordnungsfrage, bei der die Lernenden aufgefordert werden, die folgenden Bewerber in eine Reihenfolge zu bringen. Vom am besten bis hin zum am schlechtesten für eine Teamleitungsposition geeignet. Die Lernenden müssen sich dann also alle Bewerber ansehen und sich dann entscheiden, wer die beste Wahl wäre. Jetzt, welchen Nutzen hat das? Man kann sich damit identifizieren. Es ist praxisrelevant. Die Lernenden werden sich dann an diese Inhalte oder dieses Wissen erinnern, wenn sie in eine ähnliche Situation kommen. Das ist wie eine kontextabhängige Erinnerung. Das heißt, in der Frage stecken sie den Rahmen ab, beschreiben eine Situation und die Lernenden versetzen sich dann in diese Lage, den richtigen Kandidaten auszuwählen. Wenn Sie dann in Ihrem Berufsalltag tatsächlich damit konfrontiert werden, genau das zu tun, in unserem Fall den richtigen Kandidaten auszuwählen, ist es ähnlich zur Frage hier. Und diese Ähnlichkeit hilft den Lernenden dann dabei, sich an das zu erinnern, was sie gelernt haben. Auf diese Weise können Sie ganz einfach eine Situation modellieren. Das ist fast wie so ein Rollenspiel, allerdings im Rahmen des E-Learnings. Fragen zu stellen kann auch eine sehr einfache Art sein, bei Ihren Lernenden Interesse zu wecken. Wenn Sie mithilfe einer Frage das Interesse Ihrer Lernenden wecken möchten, dann würden Sie Ihre Frage ein bisschen anders einsetzen. Erwägen Sie zum Beispiel bereits eine Frage zu stellen, bevor die Inhalte präsentiert werden oder sogar schon bevor die Lernenden das Thema erfahren. Das erscheint vielleicht im ersten Moment ein bisschen seltsam und Sie denken vielleicht, dass die Lernenden sich vor den Kopf gestoßen fühlen, weil der Lernende könnte denken, wie soll ich das jetzt schon beantworten können? Und das ist aber genau das, wie Sie wirklich das Interesse wecken können. Sie kennen vielleicht den Neuheitseffekt. Das bedeutet, Menschen lieben Dinge, die neu sind. Wir mögen alle Dinge, die neu sind. Und wenn Sie also die Lernenden mit einer Frage überraschen, auch wenn sie eigentlich noch nicht in der Lage sind, diese zu beantworten, dann wollen sie die Antwort auch wirklich rausfinden. Sie sind neugierig. Sie geben eine gut begründete Vermutung ab und wollen dann auch rausfinden, ob ihr erster Eindruck auch wirklich richtig war. Und dieses Interesse steigert die Motivation, sich die folgenden Inhalte genauer anzusehen. Es bereitet sie dementsprechend besser auf das Verständnis der Antwort vor, weil sie schon darüber nachgedacht haben. Wenn Sie also die Frage bereits stellen, bevor Sie die Inhalte einfügen, können Sie schon ganz am Anfang das Interesse Ihrer Lernenden anregen. Hier zum Beispiel ein Beispiel. Hier haben wir eine Wahr- oder Falschfrage, die in diesem Fall bereits gestellt wurde, bevor das Thema überhaupt vorgestellt wird. Aus praktischer Perspektive bedeutet es auch, dass die Frage so gestaltet ist, dass sie nicht bewertet wird. Und dadurch erwecken Sie das Interesse Ihrer Lernenden für die Inhalte, die Sie noch gar nicht gesehen haben. Und Sie können sich dadurch später besser auf die wichtigen Teile der Inhalte konzentrieren. Das ist außerdem eine hervorragende Art und Weise, die sich verkürzende Aufmerksamkeitsspannen in den Griff zu bekommen. Besonders im Hinblick auf die im Überfluss verfügbaren Informationen hält das wirklich das Interesse der Lernenden für die nächsten paar Seiten des Slides aufrecht. Verwenden Sie als nächstes Fragen, mit denen sich die Lernenden selbst prüfen und bewerten können. Lesen, anschauen, zuhören alleine eignet sich natürlich sehr gut zum Lernen, aber die Lernenden haben nicht wirklich die Möglichkeit zu überprüfen, ob sie auch alles verstanden haben. Die meisten Lernenden sind merkwürdigerweise zu überzeugt davon, dass sie das Gelernte auch wirklich verstanden haben. Wenn sie was lesen, wie etwas gemacht wird, und dann denken sie oft, okay, jetzt weiß ich, wie es geht.
Was die Lernenden also manchmal benötigen, ist die Möglichkeit zu überprüfen, ob das auch wirklich der Fall ist, und zwar selbstständig. Manchmal müssen wir herausfinden, was wir nicht wissen, bevor wir etwas dagegen unternehmen können. Und das Hinzufügen einer Frage ist quasi eine formelle Aufforderung an die Lernenden, sich selbst zu überprüfen. Habe ich wirklich alles verstanden, was ich gerade gelesen habe, oder sollte ich noch mehr darüber lesen, um es vollständig zu verstehen? Fragen können diesbezüglich als eine Art Kontrolle dienen, was für ein erfolgreiches Lernen natürlich unerlässlich ist. Und was auch wichtig ist, das führt auch zur richtigen Form des Selbstvertrauens, dazu einem falschen übermäßigen Selbstvertrauen. Ebenfalls ein wichtiger Punkt, wenn das Anwenden dieser neuen Kenntnisse oder Fertigkeiten erwogen wird. Hier ein Beispiel, wie Sie eine Frage zur Selbsteinschätzung einsetzen können. Hier haben wir eine Frageart, bei der die Textbausteine per Drag and Drop zugeordnet werden können. Hier können die Lernenden ihr eigenes Verständnis überprüfen, indem sie versuchen zu antworten. Wenn Ihnen das schwerfällt, erkennen Sie, dass Sie vielleicht noch nicht so viel wissen, wie Sie dachten. Dann befassen Sie sich also erneut mit den Inhalten. Wenn Sie die Frage falsch beantworten, kommen Sie zu einer ähnlichen Schlussfolgerung. Wenn die Lernenden sie richtig beantworten, gelangen sie zu einer angemessenen Form von Selbstvertrauen und werden sich ihrer neuen Kenntnisse oder Fertigkeiten auch realistisch sicher. Als nächstes können Sie mit Fragen auch Einblicke sammeln. Also zum Beispiel, wie viele Personen haben das E-Learning eigentlich absolviert? Wie viele Personen haben die Ziele der E-Learning-Einheiten erreicht? Hat es Ihnen im Hinblick auf Ihren Schulungsbedarf geholfen? Und all diese Fragen können Ihnen auch dabei helfen, Ihre nächsten Schritte zu bestimmen. Mit diesen Informationen können Sie nach Bedarf quasi Unterstützung anbieten, einigen Lernenden vielleicht auch einen Anstoß geben, ihnen gratulieren oder sie zertifizieren und natürlich auch Feedback für sie selbst erhalten. Wenn Sie also beispielsweise Ergebnisse in Easy Generator nachverfolgen oder tracken wollen, erhalten Sie hier einige gesammelte Einblicke, um den Anteil der Personen herauszufinden, die noch am E-Learning arbeiten. Sie sehen auch, ob die Lernenden im Durchschnitt mehrere Anläufe benötigen, um zum Erfolg zu gelangen, und auch die durchschnittliche Dauer, bis ein Kurs abgeschlossen wurde. So können Sie den tatsächlichen Schwierigkeitsgrad des Themas für Ihre Zielgruppe einschätzen, und diese Einblicke sind für Ihre weiteren Schritte als Autoren wirklich nützlich. Und auch für den Weg Ihrer Lernenden, denn vielleicht entscheiden Sie sich nach der Prüfung, dass eine zusätzliche Session nötig ist, um Themen zu klären, die vielleicht noch nicht ganz so gut verstanden wurden. Und zu guter Letzt können Sie Fragen auch einsetzen, um Informationen von Ihren Lernenden zu erlangen. Hier würde beispielsweise eine offene Frage viel Sinn machen. Auf diese Weise werden die Lernenden herausgefordert, das Gelernte auch wirklich abzurufen und nicht nur eine Antwort zu ermitteln oder zu erkennen, die schon vorgegeben ist. Diese Aufgabe ist dann nicht nur schwieriger als andere Fragearten, sondern bietet Ihnen auch den Vorteil, zusätzliche Informationen und Einblicke über die Lernenden zu erlangen. Manchmal kann das lediglich für Sie als Information relevant sein, manchmal können diese Einblicke aber auch zu einer allgemeinen Diskussion mit anderen Teammitgliedern führen. Und so kann das E-Learning auch zu weiteren Aktivitäten führen, ein bisschen wie so ein Blended Learning-Konzept. Um also den ersten Teil zusammenzufassen, wann und warum sollten Fragen verwendet werden? Wie wir gesehen haben, gibt es viele Gründe dafür und auch viele verschiedene Umstände, unter denen die Fragen von Nutzen sein können. Für die Lernenden und auch für sie selbst. Bei den Lernenden können Fragen das Denken auf einer höheren Ebene anregen und somit ist auch wahrscheinlicher, dass sie sich an das Gelernte erinnern. Fragen stellen praktische Erfahrungen dar für die Lernenden, sodass sie die Möglichkeit haben, etwas zu üben und nicht nur etwas zu lernen. Fragen können das Interesse der Lernenden auch steigern, wodurch das Absolvieren eines E-Learnings sichtlich unterhaltsamer wird. Und außerdem wirkt sich das auch positiv auf das Gedächtnis aus. Und nicht zuletzt können Fragen den Lernenden helfen, selbstständig zu überprüfen, ob sie auch wirklich verstanden haben, worum es ging. Und auf der Kursersteller- oder auf der Autorenseite können Sie anhand von Fragen den Wissensstand der Lernenden bewerten, damit Sie diese dementsprechend unterstützen können. Und außerdem können Sie Feedback sammeln. An diesem Punkt möchte ich auch nochmal auf einen Fehlglauben zurückkommen. Der Fehlglauben ist, ich brauche keine Fragen hinzufügen, da ich meine Lernenden nicht teste. Und diese Tabelle hier erklärt aber, warum es sich dabei um einen Fehlglauben handelt. Fragen spielen nämlich primär für die Lernenden eine Rolle. Aber beispielsweise
teilweise auch für Sie. Wenn Sie also irgendwann mal denken, hey, ich füge keine Fragen hinzu, weil ich nicht wirklich überprüfen muss, ob Sie alles verstanden haben, dann denken Sie daran, dass die Fragen für erfolgreiches Lernen wirklich entscheidend sind für die Lernenden. Und indirekt oder vielleicht sogar direkt sind alle Vorteile für die Lernenden am Ende natürlich auch Vorteile für Sie. Da Sie nun hoffentlich dafür überzeugt sind, dass Sie Fragen überhaupt einsetzen sollen, möchte ich Ihnen dabei helfen, sie auch gut einzusetzen. Ich erläutere Ihnen die Top 5 Best Practices, wie man Fragen verwendet und wie man sie wirklich wirkungsvoller machen kann. Zuallererst passen Sie Ihre Schlüsselfragen an die von Ihnen ermittelten Lernziele an. Schlüsselfragen sollten messen, ob die Lernenden die Lernziele ihrer Schulung erreicht haben. Ermitteln Sie also zunächst Ihre Lernziele und überlegen Sie sich dann Fragen, mit denen überprüft werden kann, ob die Lernenden dieses Ziel erreicht haben. Denken Sie also an Folgendes. Welchen Nachweis gibt es für das Verständnis oder das Erreichen dieses Ziels? Wie wissen die Lernenden, ob sie das gewünschte Ergebnis erzielt haben? Da das Lernziel als erstes angegeben wird, wissen die Lernenden, worauf sie sich konzentrieren müssen, sodass es wahrscheinlicher wird, dass sie die Fragen beantworten können und das Ziel erreichen. Zusätzlich zu diesen Schlüsselfragen können Sie natürlich auch aus anderen Gründen Fragen hinzufügen, die ich schon erwähnt hatte, beispielsweise um Interesse zu wecken. Sie sollten aber dennoch sicherstellen, dass Sie auch einige Schlüsselfragen integrieren, die eine direkte Verbindung zu den Lernzielen haben. Geben Sie als nächstes nützliches Feedback. Ich habe bereits erwähnt, dass Feedback für die Lernenden sehr wertvoll ist, da damit ihre aktive Verarbeitung des Themas fortgesetzt werden kann. Und ich hatte auch erwähnt, dass es eigentlich gut ist, wenn Lernende eine Frage falsch beantworten und Feedback bekommen. Wenn Sie also Fragen hinzufügen, vergessen Sie nicht, dass Feedback wichtig ist und dass Sie Feedback geben sollten, denn damit kann viel bewirkt werden. Dritter Tipp. Erarbeiten Sie Fragen, die Situationen und Anwendungen aus dem echten Leben widerspiegeln. Das Beantworten der Fragen sollte den Lernenden bei der Entwicklung spezifischer Fertigkeiten helfen oder sie dazu befähigen, bestimmte Aufgaben auszuführen. Integrieren Sie also praktische Aktivitäten und Szenarien aus der Praxis, um die Teilnahme an der Schulung und dessen Effektivität zu verbessern. Dies sind meistens sehr ähnliche Fragen, aber eine ist vielleicht mehr auf die Theorie und eine vielleicht mehr auf die Praxis bezogen. Und wenn wir jetzt mal an unser Beispiel von vorhin zurückdenken mit dem Personalvermittler, ist die praxisbasierte Frage zum Beispiel aufgrund der Ähnlichkeit des Kontexts mit dem alltäglichen Job viel besser im Gedächtnis geblieben. Vierter Tipp, verwenden Sie unterschiedliche und schwierige Fragearten. Es macht nämlich auch Sinn, schwierigere Fragetypen zu erwägen. Hier sehen Sie, welche Fragearten grundsätzlich öfter oder weniger eingesetzt werden. Viele von Ihnen können das wahrscheinlich nachvollziehen, wenn wir den Statistiken hier glauben können. Am häufigsten werden also Single-Choice und richtig oder falsch Antworten verwendet. Es gibt jedoch 10 Fragearten. Am besten ist die Verwendung einer Kombination. Nicht nur, um es ein bisschen abwechslungsreicher zu machen, sondern auch, weil einige Themen, einige Aufgaben am besten anhand unterschiedlicher Fragearten beurteilt werden können. Das heißt, es sollte nicht für alles eine Single-Choice-Frage verwendet werden, sondern eine bunte Mischung aus allem. Eine wichtige Unterscheidung bei Fragearten, auf die ich außerdem hinweisen möchte, ist, dass einige davon generell schwieriger zu beantworten sind als andere. Ich würde sagen, dass die Single-Choice-Frage, die wahrscheinlich am einfachsten zu beantworten ist, und dann zu den schwierigeren zählen die Textrangordnung, offene Fragen und Ausfüllen von Lücken. Stellen Sie also sicher, dass Sie auch Fragen einsetzen, die ein bisschen schwieriger sind, obwohl diese vielleicht auch etwas schwieriger einzustellen sind oder zu erstellen sind. Aber der Nutzen für das Langzeitgedächtnis ist eben viel größer. Eine schwierige Frage, für die man was abrufen muss, anstatt nur etwas zu erkennen, wird für die Lernenden mit mehr Anstrengung verbunden sein und wird somit auch besser im Gedächtnis bleiben. Mein letzter Vorschlag für Sie heute ist, Ihre Fragen mithilfe von Ergebnissen zu verbessern. Unter Ergebnisse erhalten Sie im Abschnitt Einblicke fragespezifische Analysen. Was das macht, ist, dass quasi hervorgehoben wird, ob Fragen gut abschneiden oder ob sie zu schwer oder zu leicht sind. Wenn eine Frage zu einfach ist, dann hat sie nämlich keinen großen Wert, also sollte dies geändert werden. Ist eine Frage hingegen zu schwer, führt sie höchstwahrscheinlich zu Frustration bei den Lernenden, was wir auch nicht wirklich wollen.
Und auch in dem Fall sollten Sie sich die Frage noch einmal genauer ansehen und prüfen, warum sie zu schwer ist. Überprüfen Sie, ob die Frage richtig gestellt wurde, ob sie leicht verständlich formuliert wurde und ob es auch genügend unterstützende Inhalte gibt, um sie zu beantworten. Und nun abschließend, welche Fragearten stehen in Easy Generator zur Verfügung? Wenn Ihnen Easy Generator noch nicht bekannt ist, wir sind ein E-Learning-Autoren-Tool, die das Erstellen von E-Learning-Inhalten einfacher macht. Unser E-Learning-Autoren-Tool ermöglicht es jedem, vom E-Learning-Spezialisten bis hin zum Fachexperten, interaktive E-Learning-Inhalte zu erstellen und zu teilen. Heute möchte ich Ihnen etwas zu den verfügbaren Fragearten erzählen, aber wenn Sie mehr über Easy Generator erfahren und sich das Tool eingehend ansehen möchten, können Sie über das Pop-up-Fenster auf dem Bildschirm einen Termin mit einem unserer E-Learning-Expertinnen oder Expertinnen vereinbaren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bis hierhin. Hat mich gefreut, Sie heute durch das Thema zu begleiten. Ich werde gleich einmal aufs Tool umsteigen, um Ihnen die verschiedenen Fragetypen zu zeigen. Man sollte jetzt meinen Bildschirm sehen können. Ich habe meine Kamera mal ausgeschalten, weil die Verbindung, glaube ich, nicht die beste war. Aber meinen Bildschirm sollte man trotzdem sehen können. Wenn wir hier oben rechts in der Ecke auf neuen Kurs klicken, werden uns drei Optionen angezeigt. Wir können einmal von ganz vorne anfangen, wir können mit existierenden Templates arbeiten oder wir können existierende PowerPoint-Dateien importieren und die ein bisschen interaktiver gestalten. Wir wollen uns heute aber anschauen, wie man verschiedene Fragen einfügen kann und welche Fragearten zur Verfügung stehen. Deshalb fangen wir mal von ganz vorne an und nennen das mal Fragetypen in Easy Generator. Of course erstellen. Und so sieht dann unser Interface aus. Hier findet auch die Bearbeitung und die Erstellung des E-Learning-Kurses quasi statt. Alles passiert ganz einfach per Drag und Drop. Das heißt, wir ziehen von der linken Seite einen neuen Abschnitt hinzu. Das ist dann quasi unser neues Kapitel. Und dieses Kapitel muss mit Fragen und Inhalten bestückt werden. Wir fokussieren uns heute mal auf die Fragen. Hier haben wir auf der linken Seite 10 verschiedene Fragearten zur Verfügung. Die variieren alle in der Interaktivität ein bisschen und in der Schwierigkeit. Wir haben zum Beispiel einfache Fragen wie Single-Choice-Fragen. Wir haben interaktivere Fragen wie Hotspot und Drag-and-Drop. Und wir haben sehr schwierigere Fragen wie offene Fragen. Diesen Abschnitt können wir dann einmal kurzer Einblick in verschiedene Fragetypen nennen. Machen wir den Kurs und dann fügen wir verschiedene Fragen ein. Wir können heute zum Beispiel eine Reihenfolgefrage auswählen. Wir können eine Textzuordnungsfrage auswählen, eine Wahr- oder Falsch-Frage und wir könnten zum Beispiel auch eine Drag-and-Drop Frage wählen. Jetzt wollen wir die Fragen natürlich auch benennen, deshalb klicken wir hier einfach mal auf Öffnen. Wir halten es heute einfach mal ganz einfach. Fangen wir die Monate in die richtige Reihenfolge. Das heißt, der Lernende muss dann die Monate April, März, April, Mai in die richtige Reihenfolge bringen. Dann für die Textzuordnungsfrage halten wir uns auch ganz einfach. Die Frage benennen, ordnen die Begriffe richtig zu. Für die dritte Frage, für die Wahr- oder Falschfrage, können wir uns vielleicht auf das heutige Webinar beziehen. Wir haben gelernt, dass es gut sein kann, schwierige Fragen zu stellen. Und wir haben auch gelernt, dass es gut sein kann, wenn Lernende Fragen falsch beantworten. Machen wir es mal ein kleines bisschen schwieriger. Die Frage wurde richtig markiert und die Frage wurde falsch markiert, da ich das Wort schlecht anstatt gut verwendet habe, da es in Wahrheit gut ist, wenn Lernende Fragen falsch beantworten.
Zur letzten Frage, zur Drag-and-Drop-Frage. Es funktioniert so, dass wir zuerst ein Hintergrundbild auswählen. Hier können wir mit unserer Stockfotobibliothek arbeiten. Wir können zum Beispiel dieses Bild auswählen. Und dann wollen wir, dass der Lernende die zugehörigen Begriffe auf dem Bild ablegt. Das heißt, wir klicken hier zweimal drauf. Ein Granatapfel. Und dann haben wir hier eine Orange. Ich weiß, hier sind noch mehrere Früchte auf dem Bild, aber der Einfachheit halber reichen zwei Begriffe jetzt mal aus. So, jetzt haben wir unsere Fragen beantwortet. Ich habe vorhin schon den Kurs fertiggestellt, deshalb schauen wir uns einmal an, wie so ein fertiger Kurs dann in der Vorschau aussehen würde und wie der Lernende den Kurs sehen würde. Bringe die Monate in die richtige Reihenfolge. März, April, Mai. Ich habe hier ein kleines Feedback eingefügt. Dann zur nächsten Frage. Okay. Natürlich eine sehr einfache Frage. Und dann habe ich hier noch einen Hinweis eingefügt. Werden Fragen falsch beantwortet, regt dies den Denkprozess noch weiter an und die Lernenden entdecken, was sie nicht wissen. Das ist quasi ein Hinweis, um die zweite Frage richtig beantworten zu können. Denn wenn Fragen falsch beantwortet werden, dann regt das den Denkprozess noch weiter an und die Lernenden entdecken, was sie nicht wissen. Dementsprechend ist gut und nicht schlecht, wenn die Lernenden Fragen falsch beantworten und deshalb ist diese Frage falsch. Und dann in der nächsten Frage. Wissen wir natürlich alle, dass das hier ein Granatapfel ist und das hier ist die Orange. Und so hat der Lernende dann den Kurs bestanden.